Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Unreal Championship 2, der Leandri-Konflikt. So, dann werde ich da weitermachen, wo ich letztes Mal aufgehört habe, nämlich den Turniermodus werde ich diesmal mit Devastation spielen. Devastation. Aber ich habe noch einen kleinen Lacher. Was passiert, wenn man englischen Namen komplett eindeutscht? Es ist genial. So, da gehe ich mal kurz zurück. Ich habe hier den Mortal Kombat Sprecher noch an, aber... Unaufhaltbar. Jetzt habe ich halt den Unreal-Sprecher an. Der etwas, ja, sagen wir mal so, okay klingt. Turnier und dann? Verwüstung. Ich finde es genial. Aber ich nehme den Mortal Kombat-Sprecher. So, mal schnell wieder den Sprecher wechseln. Dann kann ich nur hier in Hauptmenü wechseln. Unstoppable. So. Zack. Okay. Devastation. So, das Ganze werde ich dann auf Erfahren spielen. So, die nächste Generation. Du wurdest als die neueste Hausrobotertechnologie der Leandri für dieses Turnier angemeldet. Um deine Haltbarkeit und fortschrittliche Intelligenz zur Schau zu stellen. Das Turnier ist voller biologischer Gegner und Hardware früherer Roboterserien. Dein Befehl lautet, das Feld zu dominieren. Okay. Punktlimit 5. So, ich habe Flakkanone und Stinger bei mir. Ach, genau. Devastation hat auch, glaube ich, diese Nietengewehre bei sich. Als einmal überleben. Spielen. So, und einmal geschmolzenes Karma. Das sind so... so ganz spezielle Nahkampfklingen. Ich bin auch ein bisschen zügiger unterwegs. Wo ist der? Boah. Man merkt, das ist eins dieser weiblichen Roboters und, oder halt weiblichen Charaktere. Und ah, komm. Die halt sehr ziemlich zerbrechlich sind. Ah, verdammt. Na gut. Oh. Die haben auch alle Scharfschützengewehre bei sich. Deine Programmierung ist minderwertig. Ah, die sieht auch sehr schick aus, wie ich finde. So, ich hau mal das Upgrade mal rein. Damit ich mal ein bisschen mehr Gesundheit kriege. Wow. So. Du bist der Nächste. Ah, komm. Die Cola sind schuld. Die Cola sind schuld. So. Spielen. Da geht jemand direkt im Nahkampf rein. So, wo bist du? Du warst hier irgendwo in der Nähe. Gesundheit nimmt man immer wieder gerne mit. Du bist scheiße. Ah, komm. Ungültige Seitenfehler.
So. Aber ich glaube, im Nachhinein. Töten. Oh, nur noch einmal töten. Das ist gar nicht gut. Du hast das Match verloren. Ah, verdammt. Direkt erstmal verloren. Aber gut. Das macht nichts. So, dann nochmal das Ganze. Spielen. Ich lauf direkt das Dinger herum. So, irgendwo hier in der Nähe war der schon. Ich hab ihn genau gehört. Okay, der Schock ist ja bald. Okay, ich verzieh mich erstmal. Ah, hier ist nix. Na. Du bist der Nächste. Ah, komm. Ah, noch ein bisschen hat noch gefehlt. Ah. Aber gut. Ja, gib mir lieber so einen Alke, so einen Allrounder oder halt einen dicken Charakter. Ach komm! Das ist doch nicht so krass. Ja, fängt schon wieder gut an. Spielen. Ja, dann bleibe ich mal bei der Flakkanone. Ja. Ja, das war nix. Spielen. Sanitäter! So, mal schauen. Du musst den Meister töten. Ich krieg hier jetzt nichts auf die Reihe. Das fängt schon gut an. Spielen. Das fängt so schon mal gut an. Was hat denn überhaupt Sprengwaffe dabei? Das würde mich mal interessieren. Wahrscheinlich den Granatwerfer oder so. Das ist also Evolution in Aktion. So. Komm, ich brauch noch ein bisschen. Adrenaline full upgrade. Unmöglich. Die Zeit für das Fleisch ist um. Also ich muss definitiv noch einen Punkt oder so noch holen. Ne, zwei Punkte brauche ich noch. Wieder ein Schockgewehr, weiß ich. So. Du
Ah. Oh. Schnell weg. Ne, der hockt da. Ach komm. Du hast das Match verloren. Na gut. Ach, nochmal. Es beginnt schon so gut, dass ich nur denke, so, ah, das kann nicht mehr besser werden. Der vierte Anlauf schon. Spiel ich direkt hier auf. Heilung ohne Ende. Ziemlich zerbrechlich, die Gute. Ah, Scharfschützengewehr. Du bist auf dem Deck. Ja, war klar. Gar nicht mehr wirklich hinterher. Spielen. So. Ist klar. Ich sehe den blauen Schirm. Ah. Spielen. Kannst du es nicht besser? Da läufst du nur einfach nur zur Seite und schon kriegst schon. Adrenaline. Ach komm. Das kann doch jetzt nicht wahr nicht sein. Getreu nach dem Motto, ich weiß ganz genau, wann du hier jetzt nochmal schnell abdrückst. Was? Was war das denn jetzt? Steht er mit seinem Scharfschützengewehr schon. Zack. Hüpf nicht so rum hier. Du
Trockenprozess beendet. So, das ist meins. So, ein Abschuss fehlt mir noch. Ach, da vorne ist er schon. Nur noch einmal töten. Okay. Noch 5 Minuten. Boah. Soll ich ziemlich mal zurückgeben? Ah, geht doch. Du hast das Match gewonnen. So. Nächstes Match, künstliche Schwerkraft. Okay, hat auch eine Ewigkeit gebraucht hier. Also, die meisten biologischen Lebensformen können unter Bedingungen niedriger Schwerkraft nicht optimal reagieren. Nutze dies zu deinem Vorteil mit genauer berechneten Bewegungen und überlegenen Zielen. Mutatoren, geringer Graf. Flakkanonen und Stinger. Puh. So, normales Todesmatch. 10 Abschüsse. Ja, das sollte machbar sein. Spielen. Ach, da vorne läuft er ja schon. Alter. Wow, okay. Und tschüss. Seid Zeuge meiner Perfektion. Boah, der hat einen Ripcheck dabei. Ich bin der Todesbringer. So.
So, das sieht auch mal kurz aus, gell? Ich hab den aus dem Blickwinkel verloren. Ja. Na gut. Radar. Ich nehme mal das Radar. Ach, da hinten ist er. Okay, schnell. Ah, jetzt hat er... Gut. Er hatte den Schadensverstärker gehabt, aber ich habe ihn geblockt. Nur noch einmal töten. Oh, Scheißkerl! Das ist also Evolution in Aktion. So. Mal kurz den Kopfgeschütz nochmal aktiv gemacht. Radar! Match. Fehlerloser Sieg. Du hast das Match gewonnen. So, gehe zu. Nächstes Match. Was für nächstes Match? Der Name alleine schon. So, gehe zu, nächstes Match. Der Kaltfusionskern dieser Anlage liefert den Treibstoff für die Supercomputer, die dein überlegenes Chassis entwerfen. Obwohl die Bevollmächtigung des Reaktors wegen seiner Instabilität abgegeben wurde, findest du es nicht richtig, dass Menschen Zugriff auf diese Technologie haben. Eliminiere sie mit Vorurteilen. Okay, scheint ein normales Deathmatch zu sein. Ja, normales Todesmatch. Spielen. Ach. Okay. Das war ein richtig böser Abschlau. Mehr Gesundheit haben als sonst. Verdammt, bin ich gut. So.
ne? Okay, Schadensverstärker wurde schon genommen. Genommen. Ja, momentan spiele ich zu defensiv. Ja. Das Upgrade eher kaum. Ja, wo seid ihr euch denn am Bekämpfen? Ah, bin ich voll reingelaufen in dieser Rakete, okay. Ah. Ja, okay. Nee, da gehe ich nicht rauf. Der hat einen Schadensverstärker. Deine Programmierung ist minderwertig. Na, hat er sich zurückgezogen? Schadensverstärker, war das schon da? Fallen und einsacken! Ah, verdammt! Ah, das hat mir noch vor der Nase noch abgestoppt. Okay, ich hatte auch ein Gefecht gehabt. Aber gut, ist noch ziemlich ausgeglichen alles. Boah. Okay, Kampf, Kopfgeschütz ist schon mal super praktisch. Fürchte mich! So, ich bin dann überlegen. Schadensverstärker holen? Hast du das gesehen? Wow. Jetzt nehme ich mal an mich. Adrenaline full. Turret. Radar.
So, wo seid ihr denn? Oben. So. Du hast das Match gewonnen. Zur Überdosis im Krebs. So, die komplexen Regeln dieses neuen Spieltyps verschaffen deine Prozessoreinheit einen Vorteil gegenüber biologischen Gegnern. Das Garak hat die ungesunde Angewohnheit, Metall zu zerkauen, also achte darauf, dass deine äußere Hülle geschützt ist. Okay, erstmal Überdosis. Das kann ja was werden. Wo ich sagen muss, ich habe halt auch den schnelleren Charakter. Im Gegensatz zu der restlichen Gruppe. Spielen. Bald zurück auf X. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Weißer Ball verfügbar. Okay, weißer Ball ist da hinten. Weißer Ball erobert. Wow. Ende der Linie. Okay. Sensor seid ihr? Mach dich mit deiner Waffe bekannt. Ach, komm schon. Ballträger getötet. Ballzug auf X. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Weißer Ball verfügbar. Weißer Ball erobert. Weg hier, meine Güte. Scheiße. Genau. Ich halte noch ein bisschen. Sauberes Verbrennen, die Täter. Amoklauf. Wer will was davon? Das hat sich wieder rentiert. 3, 2, 1. Weißer Ball verfügbar. Okay, der weiße Ball ist da. Weißer Ball erobert. Strahlung voll. Okay. Ich mach mal mit Speed. Ball abgeliefert für 6 Punkte. Ball zurück auf X. 3, 2, 1. Weißer Ball verfügbar. Weißer Ball erobert. Der weiße Ball. Ah, den krieg ich nicht. Ball abgeliefert für 6 Punkte. Ball zurück auf X. 5, 4. Die Zeit für das Fleisch ist. Weißer Ball verfügbar. Wo ist der weiße Ball? Weißer Ball erobert. Wow. Minderwertig. Dann krieg ich noch eine zweite Überdosis. Ich gebe den Ball lieber ab. Ball abgeliefert für 6 Punkte. Ball zurück auf X. 5, 4. Weißer Ball verfügbar. Okay, weißer Ball ist da unten. Weißer Ball erobert. Ballträger getötet. Ach, Ball zurück auf X. Der hätte mir den Kopfschuss drüber. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Weißer Ball verfügbar. Weißer Ball erobert. Ich.
Ballträger getötet. Ball zurück auf X. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Weißer Ball verfügbar. So, der weiße Ball. Weißer Ball erobert. Ballträger getötet. Ball zurück auf X. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Weißer Ball verfügbar. Boah. Okay, gewonnen. Du hast das Match gewonnen. Jetzt hinten kam noch Garek mit an. Ah, meine Güte. Okay, gewonnen ist gewonnen. Biologische Kriegsführung. Nächstes Match. Okay, biologische Kriegsführung. Aufgrund antiquierter Turnierregelung bestehen deine nächsten paar Turniere aus Teammatches. Du wirst dazu gezwungen, mit minderwertigen biologischen Kämpfern zu arbeiten. Als angebliche gleichrangige. Ah, okay. So, einmal erobere die Flagge. So, dann würde ich mal sagen, wenn ich so mir das Team angucke, ist mein Team ein bisschen zügiger unterwegs als das andere Team. Spielen. So, mal schauen. Rote Flagge eingenommen. Okay. Rote Flagge erobert. Rote Flagge eingenommen. Blaue Flagge eingenommen. Ich brauche Speed. Ah, okay, die haben auch die Flagge. Das trifft sich gut. Ah, kommst du her? Blaue Flagge angenommen. Ach, verdammt. Ja, nimm mal. Boah, komm schon. Komm schon. Ich bin bereit zu punkten. Feindlicher Flaggenträger ist hier. So. Lass mich dir die Hölle zeigen. Deine Programmierung ist minderwertig. Ja, jetzt haben wir eine Patz-Situation. Guter Schuss. Kampierst du? Ich bin so programmiert worden. Ich bin das Alpha und das Omega. So. Du kannst dich nicht verstecken. Na okay, ich krieg gleich Besuch. Blaue Flagge fallen gelassen. Blaue Flagge zurück. Blaues Team punktet. So, okay. Das rote ist Flagge angenommen. So, dann werde ich mal schauen. Ich brauche Verstärkung. Ich bin in deinem Team. Ach, Maya. Stopp. Blaue Flagge angenommen. Moment. Blaue Flagge fallen gelassen. Blaue Flagge zurückerobert. So. Ich bin das Alpha und das Omega.
Ach komm. Rote Flagge, Fallenflagge zurückerobert. Okay, das ist Pech. Ich brauche auf jeden Fall etwas Ausstattung. Leben. So. Blaue Flagge eingenommen. Rote Flagge eingenommen. So. Blaue Flagge fallen lassen. Blaue Flagge zurückerobert. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber... Ach, komm schon. Ich ziehe mich hier nochmal zurück. Blaue Flagge eingenommen. Rote Flagge eingenommen. Blaue Flagge zurückerobert. Ja? Gut, sollen die mal punkten? Wenn die scheitern, nehme ich sofort die Flagge auf. Auf jeden Fall Munition nochmal einkassieren. Blaues Team punktet. Fehlerloser Sieg. Das blaue Team gewinnt. So, gewonnen. Glückwunsch. Okay, den Bot Sizigi oder wie der heißt. Unfassbar. Neuen Bot freigeschaltet. Erobere die Flaggen. Urteil heißt das nächstes Match. So, die strategische Komponente von Erobere die Flagge erlaubt dir, deinen Gegnern sowohl geistig überlegen zu sein, als auch mehr als sie zu leisten. Deine Teamkameraden sind eventuell nicht in der Lage, deine geschickte Planung vollständig zu erfassen. Also erinnere sie ständig mit gezielten Befehlen daran. Okay. Also wie so herabwürdigend zu biologischen Lebensformen so erklärt wird. So, ja, guck mal, du bist eine Maschine, du bist hoch, du bist was Besseres als die menschlichen Wesen, also fleischlichen Wesen, organischen Leben, genau. So. Okay, diesmal reguläre Punkte und so. Basis gesichert. Okay. So, wie war die Flagge nochmal? War die im Gebäude oder? Okay. Rote Flagge eingenommen. Einfach so. Hier bin ich und schon weg bin ich wieder. Blaue Flagge eingenommen. Oh. Okay. Blaue Flagge zurückerobert. So. Blaue Flagge eingenommen. Flaggenträger gesichtet. Blaue Flagge fallen gelassen. Blaue Flagge zurückerobert. Schnell punkten. Blaues Team punktet. So, das spare ich mir erstmal auf. Ach, mal ja. Das ist also Evolution in Aktion. Genau. Blaue Flagge eingenommen.
So, ich nehme mal kurz mal eben die rote Flagge mit. Lass mich dir die Hölle zeigen. Flaggenträger gesichtet. Rote Flagge eingenommen. Kannst mir nicht ausweichen. Feindlicher Flaggenträger ist hier. Feindlicher Flaggenträger ist hier. Wow. Blaue Flagge feiern wir zurückerobert. Alle minderwertigen Massen müssen sterben. Achso, Entschuldigung. So. Einmal punkten. Blaues Team punktet. Blaue Flagge eingenommen. So. Schockenprozess beendet. Okay. Basis gesichert. Saures Verbrennen effizienter. Boah, da ist. So, jetzt mal schnell nochmal die Flagge holen. Blaue Flagge eingenommen. Rote Flagge eingenommen. So, schnell mal hier. Boah, was war das denn? Ach, jetzt muss ich mal schauen, wo ich bin. Feindlicher Flaggenträger ist hier. Oh, okay. Nochmal abgeblockt, hoffe ich zumindest. Und noch einer die Flagge auf. Blaue Flagge angenommen. Ah, nein. Fehler im Fähigkeitsbereich. Feindlicher Flaggenträger ist hier. Rotes Team punktet. Na gut. Dreckzweig. Okay, nee, das ist zu viel los. Rote Flagge eingenommen. Achso, ja, okay, wir haben die rote Flagge. Deine Programmierung ist minderwertig. Blaue Flagge angenommen. Achso, kurz die Mega-Gesundheit geht doch nicht. Überleben der Flitter. Feindlicher Flaggenträger ist hier. Ach, komm. Zurückerobert. Eieiei, das kann ja noch was werden. Flagge eingenommen. Internationale. Feindlicher Flaggenträger ist
Flaggenträger ist hier. Blaue Flagge fallen gelassen. Blaue Flagge zurückerobert. Ja, ich sehe den blauen Schirm. Okay, der hat sich hier jetzt die Munition erschaffen. Blaue Flagge eingenommen. Blaue Flagge zurückerobert. Schön für dich. Ich brenne! Gib mir Deckung. Ich vermisse dich. Komm wieder. Wie nett. Basis gesichert. Das blaue Team gewinnt. Das war knapp. So, Team Todesmatch im Phoenix. So, deine Berechnungsring-Leitung wurde für den Spieltyp Team Deathmatch aktualisiert. Wenn Zielfarbe, eigene Farbe, achso, schütze Ziel, ansonsten zerstöre Ziel. Ja. Ja, okay, ist halt ein Team Deathmatch diesmal. Noch komplizierter kann man das nicht erklären. So, mal schauen. Teamtechnisch. Okay, die sind. Das rote Team ist ein bisschen schwerer, fälliger unterwegs. Spielen. Aber gut. Ja, wirklich unerwünscht. Keine Chance. Ah, komm. Komm her. So.
eventuell würde ich vielleicht sogar. Achso. Oh, Scheißkerl! Okay, hier ist nichts, was ich gebrauchen kann. Du kannst dich nicht verstecken. Okay, momentan führe ich sogar noch. Wow! Du Drecksack. Okay, zwei mit Scharfschützen mehr. Reparieren? Verdammt. Bei einem Rampage hat man mich doch noch ausgeschaltet. Das blaue Team gewinnt. Okay, das Spiel fällt ein eben. Ist das nächste Match? So, man hat sich über deine überlegene, verarbeiteten und kämpferischen Fähigkeiten beschwert. Bei einem sinnlosen Versuch, das Spielfeld einzuebnen, wird dir deine innere Uhr nicht helfen, Power-Ups-Vermehrungen zu timen. Mutatoren, Zufalls-Pickups regenerieren. Okay. Punktelimit mit 20. Ist die eine Flakkanone? Okay, Team Deathmatch. Spielen. Greife den Feind an. Wow. Jetzt hab ich. Ah, komm. Jetzt aber. Sprich mit der Hand. Ich bin unaufhaltbar. So, ich schau mir mal. Zack. Okay, das ist schon mal. So. Ich habe jetzt auf ein Punktelimit nicht geachtet. Okay, 20 Punkte. Ja, gut. Du bist eine leichte Beute. Okay, das nehme ich mal. Wow. Was war das denn? Okay, hier ist irgendwo ein Stress. Überrascht. So. Ich bin ein Wölfchen.
Okay. Da hat er mich doch noch erwischt. Gewinnt. Tja, das war Lauren. So, Halbfinale. Jetzt schon Halbfinale. Okay, die Liandri haben dich angewiesen, gegen deine nächsten Gegner deine Effizienz zu verringern. Anscheinend haben sie noch weitere Pläne mit diesen Anubis und wollen nicht, dass er Dauerschäden erleidet. Besiege ihn sie sanft. Okay, Capture the Flag. 4 Punkte. Okay, ja. Irgendwie ist das ein bisschen ausgeglichen alles. Spielen. Rote Flagge eingenommen. Okay, schnell weg. So. Blaue Flagge eingenommen. Blaue Flagge fallen, blaue Flagge zurückerobert. Blaues Team punktet. Soll ich einmal kurz mal upgraden? Rote Flagge eingenommen. So. Ich werde gnädig sein. Leandri bringt dir das morgen schon heute. Blaues Team punktet. Hey. Soll ja Anubis zu schonen halt. Rote Flagge eingenommen. Speed an. Blaue Flagge angenommen. Ah, komm schon. Blaue Flagge fallen gelassen. Blaue Flagge, blaues Team punktet. Ich bin das Alpha und das Omega. Ja, ich soll Anubis sanft besiegen. Laut den Liandris. Rote Flagge angenommen. Blaue Flagge angenommen. Adrenaline
Flagge fallen gelassen. Blaue Flagge zurückerobert. Blaues Team punktet. Fehlerloser Sieg. Das blaue Team gewinnt. So, Finale. Okay, du hast jetzt die Erlaubnis erhalten, von deinem vollen Potenzial Gebrauch zu machen. Die Leandri haben entschieden, dass sie Sobek jetzt nicht mehr brauchen. Du wirst der erste von den Leandris konstruierten Champion seit Zahn, Krigor, werden. Überdreh deine Prozessoren. Ah, der Zahn Krigor ist nämlich ein Charakter aus dem allerersten Unreal Tournament. Und das war auch der Champion halt. Und der war schon ziemlich schwer. Okay, Punktelimit 10. Gegen Sobek darf ich ran. Und wir wissen alle, bei den Leandri-Turnieren halt, der Gewinner wird gekürt, während der Zweitplatzierte in einen Sarg endet. Spielen. So. Jetzt muss ich nur schauen, wo ist der? Rip-Check bei sich. Ah, komm. Das war Glück. Okay, der hat sich den... So. Achso, ja, okay. Radar. Head turret. Wo ist der überhaupt? Okay. Ja, das war Pech. So, mal schauen. Okay, momentan ist hier gar nichts. So, wo ist der Achter unten? Der hat sich hier den doppelten Schaden sich gekrallt schon. Ah, na toll. Okay. So, Wow. Ach, gefunden. Okay, das fängt schon wieder gut an. Ich mag einfach diese Karte nicht. Es gibt halt Karten, die mag man einfach nicht. Ich bin das Alpha und das Omega. Adrenaline full. So. Ach komm! Inakzeptabel! Du Drecksvieh-Typ.
Schaden, aber... Sauberes Verbrennen effizienter. Komplett aus dem Kontext gerissen. Er will mir das Laufen beibringen und die haut raus, ja, ich bin so programmiert worden. So. Okay, was war das? Auf jeden Fall nichts Gesundes war es vorhin. Ach, jetzt, echt jetzt? War, zack. Adrenaline full upgrade. Upgrade? Ah, oh, komm. Beastbammer ist gleich wahr. Wo bin ich jetzt? Okay, ich bin hier oben. Okay, da trennte mir einfach so den Kopf ab. Unfassbar. Radar.
Du bist scheiße. Einmal töten. Okay. Wow, das war du hast das Match gewonnen. Glückwunsch, Devastation hat das Turnier gewonnen. So, und ich würde mal sagen, das war's dann auch wieder fürs Erste. Nächstes Mal geht es dann weiter mit Torque. Einen Ska-Krieger. Ansonsten, ja, wie gesagt, war's das auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.